Yo, hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Pokémon Blattgrün, Feuerrot, Randomized, Nuzlocke, Soulinks. Nimmst du es am Start, so wie immer? Was geht bei dir? What up? An sich gar nichts. Ich hoffe tatsächlich nur, weil meine Pokémon ein bisschen lower sind als deine, aber wie bereits auch in der letzten Folge gesehen, solltest du es verpasst haben. Ich habe halt die Endentwicklung und wir hatten da sehr, sehr coole Themen. Zieht euch auf jeden Fall die letzte Folge rein, beziehungsweise zieht euch alles rein, ist halt einfach so. Gucken, welches Level der erste Trainer hat und dementsprechend muss ich dann hier in der Folge ein bisschen grinden oder nicht. Ja. Yep. Wie Mimsu schon gesagt hat, guckt euch die anderen Folgen an, klickt auf die Playlist, verpasst keine Sekunde Soulink Goodness. Ich verspreche euch, es ist worth it, ihr werdet Spaß an der Serie haben. Und ja, diese Episode, wie Mimsu schon gesagt hat, rennen wir hier in die Arena rein, riskieren unser Leben, riskieren alles, going all in. Ja, und werden uns mit Misty anlegen. Lol, Son kann Bluebella. Ja. Das ist krass. Aber Level 17, das heißt, sie wird 20, also so 22 rum sein, glaube ich, 23 oder so. Glaube ich auch, ja. Ja. Das heißt, ich hätte eine Chance, aber ich glaube, ich mach lieber noch ein, zwei Level. Das musst du wissen. Einfach, um safe zu sein. Ich habe jetzt schon so viel versucht, wie möglich ein anderes Pokémon mit Use zu leveln. Ich weiß, mein Level ist ein bisschen höher, habe ich aber letzte Episode schon angesprochen. Erstens kriege ich mehr XP, weil ich keine entwickelten Mons habe, die generell mehr XP reinkriegen. Und zum Zweiten, was man bei mir nicht vergessen darf, ich habe keine entwickelten Mons und nur so schwache Standard-Basic-Mons, sage ich mal. Mit denen ich halt auch übelst struggle, wenn ich ganz ehrlich bin. Weshalb mir die Bonus-Level eigentlich ganz gut zugutekommen, damit ich mich einigermaßen im Rennen halten kann. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, was Misty einfach mal auspacken wird gleich, ne? Die kann ja, wenn ich Glück habe, einen Raupi haben und ich mache einfach einmal Aeroast drauf und die fällt um. Oder die packt auf einmal Mewtwo aus und ich verliere die Lok hier. Das weiß ich halt vorher nicht. Ja. Ja, guck mal, der Trainer ist zum Beispiel 21. Schon ein bisschen scary vom Level her. Also ich glaube, sie könnte 24 sogar sein. Ja. Weil ich weiß, dass Misty damals, ich glaube, Level 20, 21 hatte in Blau und Rot mit ihrem Starmie. Und ich glaube halt, wenn ich ganz ehrlich bin, dass dadurch, dass wir die Schwierigkeit ein bisschen noch erhöht haben, die vielleicht nochmal ein paar Bonusprozente kriegen kann, was letztendlich dazu führt, dass sie halt mindestens so 22, 23, 24 sein kann. Je nachdem. Wie das skaliert hier gerade auf der Stufe. Ja, true. Ja, ich speede hier ein bisschen durch, damit es auch noch schnell vorangeht. Ich werde hier Bisaflow 25 machen. Und den Rest irgendwie auch so 24 rum oder so. Ich meine, jeder von mir ist auf 23, 22. Das sollte, glaube ich, schnell gehen. Hoffen wir es. Ich meine, ich habe dann die Möglichkeit, hier gerade noch ein bisschen Use zu trainieren. Und vielleicht auch noch ein bisschen Lisa zu trainieren. Ich nutze die Zeit einfach gerade auch mal zum Grinden. Ja. Ich meine, dein Dingens, dein Europe und so, die sind ja an sich safe, denke ich. Super, super safe, super Gucci. Ja. Es geht jetzt gerade eher so um die anderen Pokémon, die ich noch habe, die halt ein bisschen weaker sind. Oder vielleicht sogar gar keinen Use haben. Ja. Das ist lustig, dass ich immer so Use sage und mein Pokémon heißt einfach Use, Fragezeichen. Das verwirrt bestimmt den einen oder anderen. Maybe. Ich kriege hier viel zu wenig Experience, Mann. Same. Aber es geht eigentlich, wenn man Speed-Up gedrückt hält. Ich weiß, ich halte gerade auch den Speed-Up gedrückt. Und ich benutze ja auch gerade meinen Sound in dieser Episode, obviously. Ja, ja. Hast du bei dir eigentlich den Sound ausgemacht? Ja, natürlich. Sound und so ist bei mir aus. Das Problem bei mir ist halt, ich habe noch voll Evo-Pokémon, ne? Darfst du nicht vergessen. Das heißt, ich gehe vielleicht hier raus erstmal, weil hier Trainer sind. Da draußen sind keine Trainer, da ist nur noch der Rocketrüpel. Lässt er mich vorbei, ist die Frage. Ich glaube nicht, erst müssen wir den Orden holen, oder? Ja, ich muss gegen kämpfen, okay, ein Trainerkampf. Immer mehr Experience. Hypno. Ja, nee, ist klar. Level 19, okay. Ich hoffe, da kann ich durchsweepen, wenn ich Sword Dance. Kopfnuss. Ja, vielleicht soll ich dann auch da den Trainerkampf schon mal machen.
Einfach nur, damit ich Zeit spare, damit wir on par bleiben. Mhm. Ich meine, die nächsten Trainer kommen erst, wenn du durch den Untergrund durchgegangen bist. Das heißt, du wirst hier keine Trainer mehr finden. Das heißt, ich würde eigentlich nicht weitergehen an deiner Stelle, ansonsten läufst du schon zur nächsten City. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. True, ich erinnere mich. Und dann kommt dieses große, riesige Feld mit 4 Trainern oder so und Gras am Rand und so, ne? Und dann kam die Stadt mit der MS-Kacke da. Ja, genau. Ey, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant, was? Du glaubst mir etwa nicht? Tut mir leid, Bro. Glaub ich dir nicht, nee. Mr. Team Rocket Reaper mit seinem Mankey, hä? Huh? Hoffentlich hat das Ding keine Verfolgung oder so, dann dreh ich durch. Okay, es ging nochmal gut. M28 Schaufler. Ah, okay. Jupp, das kriegst du hier immer. Hm, Standard. Ah, fuck. Hey. Ihr bessere Pokémon. Okay, ich geb die gestohlene Tem zurück. Nein, es ist ein Schaufler. Dragoran. So ein cooles Pokémon. Ja, ist ja auch ein kranker Encounter gewesen. Sehr vorsichtig, Mann, das Ding und der Para und die ganzen Kombos und Wickel und. Kennst du das, wenn du in MMOs, wenn du weak bist? Oder auch in Shootern ist das auch so. In vielen Spielen. Wenn du weak bist und so dein ganzer Bildschirmrand so rot am Bluten ist und so am Vibrieren und am Pulsieren ist, gerade als deine HP runtergegangen ist, ich kann ja. By the way, Leute, ich kann Mims so Screen sehen und er meinen, sodass wir uns gegenseitig logischerweise helfen können. Ich habe so richtig gesehen, so vor meinen eigenen Augen, so diesen roten Bildschirm, dieses. Oh, HP geht runter, HP geht runter, ich bin nervös geworden. Ich dachte mir so, stopp halt. Boah, hier war ein Glutexo. Oh mein Gott, cool gewesen. Guck mal, Dragoran. Glutexo. Dragoran, Sumpex, Glutexo, das Gras Sumpex. Bei dir da ist stacked. X-Bud, das Gras bei dir ist stacked, Mann. Holy shit. Das ist grad crazy, Mann. Ich meine, wir haben Sumpex bekommen, ist auch ein guter Encounter unter denen, aber ich hatte tatsächlich sehr gerne einen Glutexo, weil das wäre dann, glaube ich, ein Pair gewesen. Weil du halt Europe hast. Yep. Naja. Kam her, ist ja nicht so schlimm. Ne? Ja. Wollte ich gerade sagen. Im Pergator auch noch. Holy shit, Alter. Das ist Starterroute, oder was? Starterroute. So, kurz vor Level Up. Und dann glaube ich, können wir vielleicht sogar in die Arena gehen, damit die Leute nicht zu viel grinden sehen müssen. Oh, keine Aufladung mehr. Bam. Nice. Wie die XP, Mann. Sag mir einfach, wenn du ready bist. Ich bin bereit, jederzeit in die Arena reinzulaufen und einen auf. Ich bin an sich ready. 24, 25. Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin ready, da reinzulaufen, einfach einen auf Kamikaze zu machen. Aber ja, wenn du ready bist, dann bin ich auch ready. Let's go. Mhm. Außer halt Sparky, also Elitek. Ich glaube, der ist noch 19 oder 20 oder so, aber das sollte auch gehen. Ja, bei mir ist Lee Sin überhaupt nicht kampf-ready, aber was will ich machen? Ich war sogar überlegen, eventuell selbst in der Arena mit ihr zu leaden, damit Bonus-XP reinkommt ohne Ende. Was natürlich risky ist, wenn ich nicht weiß, ob sie nicht irgendwie gefährlich oder gut ist. Das ist halt so eine Sache, wo ich nicht weiß, soll ich das riskieren, die saftige XP-Mate jetzt hier zu holen, was worth it wäre, oder gehe ich mit einem safen Pokémon hier als Lead rein. Mhm. Ja gut, dann Misty kann zumachen. Ich glaube, ich habe den Rollstuhlfahrer Rocco gemacht, ne? Hast du ja. Ja. Dann machen wir hier die Rosettentaucherin, Misty. Die Frage ist, was gebe ich dir für eine Stimme? Mein Problem ist, ich habe super viele verschiedene Stimmen. Und ironischerweise werde ich andauernd gefragt, yo, was machst du eigentlich beruflich? Bist du Synchronsprecher oder sonst was? Finde ich immer lustig, wenn die Leute sagen... Hä? Pilot wäre die beste. Die Leute sagen auch jedes Mal, dass ich eine angenehme Stimme habe, etc. Was ich ganz interessant finde, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil ich das selbst nicht so wirklich so sehe. Das Problem ist halt nur, weibliche Stimmen kann ich überhaupt nicht machen. Willst und manchmal... Erzähl erst mal. Manchmal geht auch so ein bisschen mein Voice-Acting unter, weil ich jetzt so ein Gammel-Mikro benutze. Was die meisten Leute gar nicht wissen. Die meisten Leute denken, ich benutze halt ein Hightech-Mikro, weil es sich relativ gut anhört und so. Aber ich benutze eigentlich nur einen Soundmixer, der das Ding halt viable macht. Weil ihr wollt mein Mikro nicht ohne Soundmixer zwischengeschaltet hören. Das Ding ist das letzte Gaming-Trash-Headset, was man sich vorstellen kann, was richtig sich anhört wie eine Mülltonne, in die man reinspricht.
Aber tatsächlich, was ich sagen wollte, ist, du musst jetzt nicht Acting Level 100 Millionen machen. Du kannst einfach Immersion Level 9000 machen. Hältst einfach die Nase zu. Machst einfach auf Taucher, weil Wasserarena. Nee, lass mal lieber. okay, meine ganz bestimmte Stimme hebe ich mir für den anderen Arena-Leiter später auf. Aber ich mache jetzt einfach eine auf 0815 weibliche Stimme. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Er ist immer auf jeden Fall am Start gewesen. Rich, oh mein Gott! Die kommt später. Ich habe Rich Boy Malcolm spielt ein Wasser-Pokémon, ne? Ich hätte Beast leaden können, ist aber okay, ich kann mich hier, glaube ich, setupen. Plus 6, ich glaube, das kann mir nichts anhaben. Ich wollte wissen, was das Ding macht, das drückt instant Stachelspore. Gut, das werde ich hier nicht nochmal riskieren. Achso, ich sollte keinen Speed-Up-Button drücken in wichtigen Kämpfen, ich vergesse das immer, wenn ich vorher gegrindet habe. Ich drücke den immer zwischendurch, wenn da 5 Jahre Text kommt, wie boostet sich oder schick das rein oder so, weißt du, was ich meine? Ja, ich auch. Zu lang. Die Sache ist ja ganz einfach die, ich bin so gewöhnt, aus dem Hin- und Her-Rennen und so ab und zu den Boost zu drücken. Einfach nur, weil es halt gerade auch im Soul Link, wenn man ein Koop spielt und nicht für sich allein in aller Ruhe ist. Ich meine, der Hauptaugenmerk liegt jetzt gerade nicht wirklich auf der Geschichte, sondern halt darauf, was wir machen. Und, keine Ahnung, dann spam ich halt auch immer so ein kleines bisschen. Ausdauer, Alter. Guck, was sie bei mir hat. Ja, mein erstes Pokémon war aber auch easy mit dem Duflur. Willst du einen toten Marienkäfer sehen? Mega Heap. Aber ich war auch plus 6. Zerquetscht. Also, oh, plus 6, Mega Heap. Bam, zerquetscht. So richtig mit der Faust auf dem Boden. So. Läuft bei dir. Yeah. Okay, ich hab Schiss. Austausch ist böse in Gen 1. Böse ach, in Austausch. Gen 1. Ich dachte Arktos. Warum musste ich an Arktos denken? Ding hat super Schall und wahrscheinlich hat das Ding auch irgendwie eine Pin-Attacke oder so. Ja, und Aurora-Strahlen musst du aufpassen. Aber du hast einen Eistypen, von daher. Okay, aber ich verletze mich die ganze Zeit selber. Und das Ding hat Temposchub! Und Protect. Okay, Protect ist standardmäßig für Austausch. Kennen wir alle. Wir sind nicht mehr verwirrt. Okay, perfekt. Das Problem ist, ich kann ihn nicht outspeeden. Wenn ich ihn outspeeden könnte, könnte ich ihn mindestens mit Kopf ins Flinchen nebenbei. Aber... Double Protect! Oh mein Gott. Hatte ich nicht auch Austausch bei Rocco? Und der hat mich halt huge ausgestallt die ganze Zeit mit Superschalen und dies, das? Weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Kann sein. Ich glaube, ja. Jetzt hat er noch Panzerschutz und Race seine Verteidigung. Ja, ja. Und letzter Move müsste Aurora-Strahl sein. War genau wie bei mir. Also Leute, ich sage ja normalerweise kein Speed-Up in Arena-Kämpfen, aber wenn ich hier nicht die Speed-Up-Taste drücke, sind wir hier morgen noch da. Bin schon wieder verwirrt, das ist natürlich ein Problem, ich hau mich selber. Mhm. Yeah, da kommen die Rollstuhlfahrer-Flashbacks zurück, Alter. Ich wechsle, glaube ich, mal aus, weil er seine Dings hochmacht. Ich glaube, Scene ist okay hier, mehr oder weniger, und hat Special Attacks mit... Jetzt macht er natürlich Aurora-Strahl. Genau in der Turn, wo ich auswechsle, macht er den Aurora-Strahl. Als wenn Misty das gewusst hätte. Nicht zu protecten, nicht seine Defensive zu erhöhen. Aber okay, ich mache jetzt Spukball hier. Ja, get fucked. Okay. Ich heile mal ganz kurz. Ich habe Supertränke ohne Ende besorgt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich so viel Mana hatte zwischendurch. Ich glaube, sie heilt auch, oder? Ist sie im Bereich? Ja, sollte. Ja. Ja, ja, macht sie. Ist aber A-okay. Spukball. Gegner gönnt sich Panzerschutz, holt seine Verteidigung. Nice. Jetzt eine schöne High-Roll. Und dann nochmal Spukball und dann ist er tot. Ja, na, ich mache halt gar keinen Schaden, weil Geist ist in der Gen hier noch physisch, Mann. Echt? Soweit ich weiß, ja. Oh, okay. Er ist ja dann voll AIDS wegen Panzerschutz. Ja, richtig. Oh, ich müsste zweimal back-to-back fucking... Ich hasse meine Psycho-Attacke auf dem Pokémon. Die Attacke ist so trash, Mann. Ich wechsle wegen Superschall. Ich mache jetzt einfach mal Aurora-Schall. Ich weiß, es ist resisted. Aber was soll's. Hauptsache Strahlen nicht kreuzen, ne? Wie Dragon Ball. Beide Strahlen fliegen gegeneinander und explodieren in der Mitte.
Apaxi. Fuck, jetzt bin ich wieder hier verwirrt. Leck mich noch am Hintern, ey. Schon wieder verwirrt. Rudi, verpiss so, dich! So ging's mir auch. Dummer Spasti. So ging's mir auch, Alter. Hast du wenigstens meinen Struggle gefühlt. Okay, wir haben es geschafft. Wow, du bist sehr gut. Alles klar, ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen eines Triumphes. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Außenseiter? Das ist aber ein nettes Wort für getauschte Pokémon. Wow. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Siedewasser, Kappa. Aquavelle. Ja, war klar. Wasser-Pokémon können diese Attacke lernen. By the way, du musst aufpassen. Aber das hört sich gut an, wenn ich ganz ehrlich bin. Halt, stopp, nein, bevor wir irgendwas anderes machen, bevor du irgendwas sagst. Ich habe gerade Priorität darauf, Aquavelle auf du zu lernen. Einfach nur, weil du mittlerweile fast 30 ist und keine Wasserattacke kann. Ja, yeah, aber da wollte ich gerade auch aufspringen. Muss aufpassen. Wenn es 31 ist, gehorcht es dir nicht mehr. Das stimmt nicht, weil du ist nicht getauscht. Das zählt doch auch für deine Pokémon, oder? Nö, soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß, gilt das nur für getauschte Pokémon. Okay, ich dachte, früher wäre das auch für die eigenen. Weißt, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber selbst wenn, scheiß drauf, Mann. So extrem ist das gerade eh nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe die alten Gen... Ich bin kein alter Gen-Spieler. So, ich habe das zuletzt vor Jahren gespielt. Die Commentary-Sektion, die weiß es wahrscheinlich eben besser als wir, von daher... yeah. Lass es uns mal wissen, ob es so ist oder nicht. Wir haben noch gar keinen Zerschneider, oder? Nee, den kriegst du halt bekommen wir erst auf dem Boot, glaube ich. Aber hier kriegen wir einen neuen Encounter, wenn du möchtest. Glaube ich. Yeah. Das ist also, aber das dann ist dein Encounter, glaube ich, ne? Der nächste Gute Encounter fünf. Ist dein Encounter. Mein Encounter? Yep. Okay. Gut. Warte, was ist das hier für eine Route? Habe ich eine Karte schon dabei? Route 5, okay. Route 5, auf Route 5 hatten wir noch keinen Encounter. Ja, das ist deine. Okay, gut. Dann, okay, alles klar. Same Gender. Set. Ah, Sandama. Ist okay, ist Coverage. Hatten wir noch ist nicht. Ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Bodentypen haben wir noch nicht. Aber ja. Sandama ist einfach nur eine Bodenversion von deinem Sengo. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, ist so. Aber hey, immer noch ein Pokémon, ne? Was Schaufler lernen kann. Beziehungsweise, oh mein Gott. Altaria, crazy. Das ist auch männlich. Ja, aber wir sind doch same gender bei deinen Encountern, oder nicht? Ja. Nice, okay. Ich wollte gerade sagen. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas anderes gerade sagen. Und zwar, ich habe in meiner Twisted Rubin vor ein paar Tagen erst davon gesprochen, dass ich ein Altaria gerne in meinem Team hätte, weil ich Gen 3, also Rubin oder Twisted Rubin ist ja Gen 3. Da habe ich so gesagt, Altaria ist halt eins dieser Mons, was für Gen 3 bekannt ist. Wenn man an Gen 3 denkt, denkt man an welche Pokémon? Die Legendaries wie Rayquaza und Kyogre, Groudon. Man denkt aber auch an Brutalanda, man denkt an Altaria. Man denkt halt an diese typischen Gen 3 Pokémon. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz cool gerade hier, dass ich einen Altaria jetzt hier in dem Spiel zumindest finde. Kann ich nachvollziehen. Altaria ist sick. So, ich nenne meinen Sandama Sonic, einfach weil ein Igel. So, was kann denn gutes Sonic? Hä? Was denn? Ist doch kein Igel. Also wirklich. Ja, yeah, doch. Oh, Sniklos. Cool, jetzt bekomme ich das, was ich nicht gebrauchen kann bei Bots. Ich kann es aber immer einen Schaufler beibringen. Und das ist auf jeden Fall ein Pair, wenn du es fängst. Ich versuche es, ich gebe mir gerade Mühe. Mhm. Das ist eine ganz interessante Angelegenheit hier gerade. Ja, ich lauf nochmal nach oben, um zu heilen eben. Oh, ich bin vergiftet worden. Das Ding hat Sporenwirt, Brudi. Ich wollte gerade fragen, warum hast du ein Altaria?
Warte, hab ich gesehen, das ist Mew. Ja, ich trau mich nicht nochmal anzugreifen. Wenn ich critte, stirbt das Ding. Wenn ich nicht critte, ist es roter Bereich. Hm. Ich mach's einfach. Risky, I know. Okay, roter Bereich, perfekt. Habe ich noch einen Gesang? Einen habe ich noch. Okay, dann heile ich den Guten hier mal. Vielleicht treffe ich den Gesang, ja, das wäre was. Okay, ich habe getroffen. Nice. Ich switch aus, einfach nur, weil mir das Gift zu schaffen macht gerade. Hol mal du hier raus. Gut, und dann drück mal die Daumen, ne? Altarias Catchrate ist nicht so bonkers. Du bist im roten Bereich und eingeschlafen. Und wir haben ihn easy peasy, Mann. Easy clap. Leite diese Pension. Ah, okay. War das? Ja, in der Gen kannst du noch nicht breeden, aber der trainiert trotzdem seine Pokémon hoch. Also XP-technisch über Zeit. Ja, da könnte man die reintun, die eh auf der Box sind, die Paare. Könnte man, aber muss man nicht. So, erstmal Schaufler meinen Sonic beibringen. Alter, wie das aussieht. So ein drittes Tenshinhan-Auge. Ja, Mann. So, welches Level bist du denn? By the way, 15 schon. Alter, guck dir das mal an. Sparky 22. Kannst du mich erzählen, dass der OP-Teiler nicht OP ist in den alten Spielen? Ist er. Einfach fürs Nichtstun 22. Yep. Das heißt, ich werde Sparky jetzt nach vorne tun und Sonic den OP-Teiler geben. Fertig. Der war schon ziemlich busted. Back in the day. Crazy, Alter. Okay, sehr schön. Dann wollte ich mir mal ein neues Pokémon mal angucken, den guten Alter hier. Drachelflug. Spurenwirt gibt bei Kontakt Spuren ab. Haben wir eben gesehen, bisschen vergiftet worden, ist ganz okay. Schnabel, Heuler, Erstauner, Gesang, wissen wir ja schon durch den Wandler. Was will die? Sitzt du? Hast du das gerade gelesen? Warum sitzt du ein Entei? Willst du es gegen einen Miltank tauschen? Deswegen ich kenne jemanden, der das machen würde. Du kennst jemanden? Ich kenne jemanden, der den Tausch jeden Tag der Woche machen würde. Kappa. Gibt hier auf jeden Fall ein verstecktes Item. Ich weiß aber nicht mehr wo, aber ich bin mir zu 100% sicher. Kann sein, ja. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr wo. Nee, ich auch nicht. Auswendig würde ich das auch nicht finden. Was will die denn bei mir haben? Maskeregen? Gengar. Oh mein Gott, das ist ein Trade, den ich jeden Tag machen würde. Ja, same. Gengar ist einfach zu dope. Wo sind die Items? Ich wünschte, ich wüsste es. Wenn nicht... Ich einfach mal rumdrehe mich mal so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich glaube, auf der linken Seite waren die... Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich die sagt er es sogar. Leute haben Sachen hier verloren. Ich weiß aber nicht wo. Aber ich meine, die Episode ist sowieso so gut wie vorbei. Ich würde sagen, wir gehen die nächste Route und dann auch den Entry in die nächste Stadt in der nächsten Episode an. Wir müssen das jetzt alles nicht rushen. Du könntest ja auch hier deinen Encounter holen. Oh, das kann ich auch machen, stimmt. Super Trank. Oh, okay, sick. Kannst du mittlerweile kaufen, ne? Ja, ja, aber ist free, also 600 Dollar sind die sind nicht gerade günstig, ja klar, ist auf jeden Fall dope, aber ich wollte nur gesagt haben, eine Bäre ist da noch. Das ist sogar ein Hidden-Item-Item, ne? Das ist sogar nicht gekennzeichnet, by the way. Es gibt manche Hidden-Items, die nicht gekennzeichnet sind. Ja, habe ich auch schon bemerkt. Übertrank. Ja, noch besser. Ja gut. Immer einmal mehr als du. Spiegel. Das ist mein Encounter, ne? Alles klar, dann los. Ja, ja. Opposite Gender und ich hab Trash. Oh mein Gott. Schon wieder am Pflanzen-Pokémon. Und jetzt kommt wahrscheinlich Mewtwo, Alter, dazu. War ja klar. Da war das Feuer-Pokémon, was wir gehabt. Oder hätten brauchen können. Ach, Mann. Wir können ins Sonic gehen, aber ein Tackle oder so tut zu sehr weh. Oh Mann, Alter. So, dann set ich mal Lichtschild ab. Feuerschlag, ha? Okay. Geht der für physische Attacken? Hat der gereadet, der Wichser? Din, din, din.
Das Schlimme ist, selbst wenn wir das Ding hier fangen sollten, ist es kein gutes Backup-Pair, weil Hubeluff einfach total trash ist. Ja, tatsächlich. Ah, natürlich, ich gehe auf Sonic, ich krieg instant den Burn. Ja, Bruder, ich kann mich gleich deinstallieren gehen. Okay, ich hab's gefangen. Musste ein bisschen Speed abgedrückt halten, dafür hat mir sonst zu lange gedauert, aber ich hab den Boy Hubeluff gefangen. Es kann ein bisschen scary werden. Versuch mal einen Ruckzuckhieb. Ich glaube, Ruckzuckhieb killt nicht. Ich glaube nicht. Well. Ja, soviel zum Thema Spore. Feels bad, man. Egal, war an sich kein Verlust. Nicht wirklich, nee. Da gebe ich dir recht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wir beenden hier die Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, Daumen nach oben etc. In der nächsten Episode gehe ich zurück. In der nächsten Episode gehe ich weiter und werde Spore dann in der nächsten Stadt im PC freilassen, logischerweise. Es ist gerade irrelevant für uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst Likes da auf beiden unseren Kanälen. Checkt die Videos ab, checkt die Playlist ab, abonniert zu uns beiden. Und ansonsten wünsche ich euch so wie immer noch einen super tollen Tag. Lasst euch gut gehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ciao.